Bei mir Anders Eggers. Anders, Derby-Sieg, wie fühlt sich das an? Ja, das ist natürlich wunderbar. Was für eine Freude, was hier alles los ist. Zu spielen, der 26. hier. Alle begeistert, alle für Handball da. Und dann das zu liefern, was wir geleistet haben heute. Ich bin sprachlos. Da war auch nicht so schlimm, dass dein 7 Meter nicht reingegangen ist, der letzte? Ja, nee, dann geht es noch. Und jetzt bist du platt, jetzt wird gefeiert, oder was macht ihr noch jetzt? Ja, jetzt wird kurz gefeiert. Ich denke, wir gehen und kriegen uns ein kleines Bierchen. Dann haben wir ja in 2 Tagen Nationalmannschaft, aber wir werden erst feiern. Und jetzt Hand aufs Herz, beste Weihnachten ever? Ja, das kann sein. Bei mir ist Matthias Andersson, unser sensationeller Torwart. Matthias, schönes Derby zu Weihnachten? Ja, das muss man wirklich sagen. Das war unglaubliche Stimmung, unglaubliche Spiele und verdienter Abschluss von dieser Saison. Habt ihr dran geglaubt? Ja, natürlich. Ja, sonst hätten wir nie gewonnen. Also wenn man nicht dran glaubt, dann ist vieles verloren. Dann geht gar nicht. Ihr seid ja sehr gut ins Match reingekommen und dann merkt man, glaube ich, auch gleich, dass irgendwas geht heute, oder? Ja, natürlich. Also wenn wir so gut ins Spiel kommen wie heute, dann kriegen wir Sicherheit, Abwehr, Torwart, alles und dann läuft das halt überragend. Dein bester Moment heute im Spiel, glaube ich, die Doppelparade? Ja, einfach, dass wir das Spiel gewonnen haben, ist das Schönste. Und jetzt schöne Weihnachten feiern mit deinen Jungsen? Jetzt wäre das schön mit Weihnachten, ja. Dann schöne Bescherung, alles Gute. Danke dir.